Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Final Fantasy XIV, A Realm Reborn. Ah, ich finde einfach, mein Dragoon sieht so genial aus. Und so werden meine Tanks bestimmt auch irgendwann aussehen. Aber man kriegt ja später nochmal neue Rüstung, aber ich werde die wahrscheinlich immer wieder einfärben, wenn ich neue bekomme. Da fällt mir ein, ich hätte noch die eine Quest annehmen können, die mir erlaubt, Materie einzufügen. Aber okay. Habe ich halt jetzt. Ich bin ja eh gerade hier und dann kann ich die Quest hier ja gerade annehmen. Gehe später dahin. Entschuldige, dass ich dich gar nicht in zur Ruhe kommen lasse, aber es wäre gut, wenn wir diese Sache mit Lahabrea sofort nachgehen könnten. Solange wir die Zeit dazu haben. Wir müssen versuchen, mehr über diese Magier mit der roten Maske herauszufinden, dem du in den 1000 Löchern von Totorak begegnet bist. Über die Asians wissen wir noch nicht so gut, noch so gut wie gar nichts. Nur, dass sie Chaos und Verwirrung stiften, wo immer sie aufkreuzen. Es würde mich daher überhaupt nicht wundern, wenn die Asians auch bei unseren Problemen mit den Primae und den wilden Stämmen ihre Finger im Spiel hätten. Umso dringender müssen wir der Sache nachgehen. Ich habe mich an die drei staatlichen Gesellschaften gewandt. Und aus Ulda hat uns tatsächlich Nachricht erreicht. Angeblich weiß die Legion der Unsterblichen etwas über den Verbleib eines maskierten Magiers. Begib dich für uns zum Hauptquartier der Legionäre und höre dich um, was man dort zu berichten weiß, Helena. Unser Gegner ist unberechenbar. Sei auf der Hut, hörst du? Ja. Eine heiße Spur. Ich glaube, bevor ich der nachgehe, werde ich doch zum Dings gehen, wo man Materia, also die Fähigkeit erlernen kann, Materia zu einzubauen. Es war auf jeden Fall in Ulda. Zentrales Tanalan, muss ich mir merken. Aber wo sind wir denn gerade? Wir sind doch in Tanalan. Oder? Ja. So können wir auch gleich mal, wenn es ein zentrales Tanalan ist, dorthin reisen. Oh, wir haben schon 42.000, also es wird langsam Zeit, dass ich mal meine Berufe weitermache. Weil wenn ich schon Geld habe, kann ich es auch dafür verwenden. So. Wir müssen auf jeden Fall hier hin. Das war einer der Seelen. Wechsel mischen. Okay. Ich glaube, da müssen wir hin. Hier rum. So. Ich denke mal, ich nehme euch jetzt mit einfach. Ich hätte auch das außerhalb der Aufnahmen machen können. Aber puh, nö. Ihr vergesst mit. So. Was haben wir denn hier? Möchte die Neuigkeit zu den jüngsten Fortschritten seines Meisters
in der Kunst der Materia-Manipulation mitteilen. Okay. Hey, hast du dich schon mal... Na, das brauchen wir jetzt nicht lesen. So. Materia-Transmutation möglich. Was ist eine Transmutation für dich durchführen. Bringe dem Goblin 5 nicht benötigte Materie und er wird zu einer neuen transmutieren. Allerdings handelt es sich hier bei der Transmutation um keine besondere exakte Wissenschaft, welche Art von Materie bei der Arbeit von Mutagenix entsteht, weiß das Goblin-Genie selber nicht. So, den können wir wahrscheinlich nur als welchen habe ich denn jetzt? Genau, den Plattner. Als Plattner wahrscheinlich gegenübertreten. Zack, Plattner. Sag ich doch. Okay. Materia einsetzen. Wunderbar. Ich sollte es lesen. Was hat Mutagenix? Ah, erst mit 25. Die verbotene Kunst. Okay. Dann mal gucken, was wir aus unserer Rüstung machen können. Wo war das? Ordnen wir mal. Materie einsetzen, genau. Was für Materien nehmen wir denn da? Stärke. Assassin? Kampfmaterie. Wir haben eine Stärke-Materie. Zwei Geschicklichkeit. Vier Strategie-Materia. Ich setze erstmal so eine Stärke-Materia, oder? Komm, eine Geschicklichkeit-Materia. Du musst der Erfahrungsstufe 23 sein, um diese Materie einzusetzen. Was? What the fuck? Jetzt müssen wir sich leveln. Ah. Ja, ich weiß warum, weil das Ding ist ab Level 23, ist klar. Das heißt, ich muss immer in dem Level sein, wo es gerade... Das zum Beispiel muss ich Level 20 sein und so weiter. Okay, dann erleben wir das jetzt noch nicht. Boah, da muss ich den Plattner ja immer auf den, aktuellen Stand haben. Wahnsinn. Aber okay, wissen wir Bescheid. Warte mal. Können wir bei dem bestimmte... Welche Materie können wir denn bei dem... hier... Warte mal. Das muss ich das hier durchführen. Das ist eine komische Materie, oder nicht? Ja.
Geschicklichkeit, Kampf, System, Strategie, Wasser, Wind. Zu Testzwecken. Ich will nur wissen, was passiert. Guck mal, deine bestimmte. Das hört sich nicht gut an. Erfolg machen, neue Materie. Wow. Dann habe ich genau das Nutzloseste bekommen, was ich. Also, man opfert 5 Materia, um eine beschissene Materia zu bekommen. Oder willst du mich verarschen? Okay, das mache ich nie wieder. So. Teleportieren wir uns mal. Ein Altkreuzgang. Okay. Haben wir mal ein bisschen Materiakunde betrieben? Und wissen jetzt, dass wir als Plattner immer nachziehen müssen. Dann weiß ich ja, was ich noch zu tun habe. Aber vorher will ich noch Dragoon werden. Und dafür muss ich noch 2 Level steigen. Ah, die Botin vom Bund der Morgenröte. Ich habe dich bereits erwartet. Menphilia ließ uns wissen, dass ihr Hinweise auf den Verbleib eines maskierten Mannes sucht. Und ich glaube, ich kann euch tatsächlich mit einer Information dienen. Ein in Hohenbrück stationierter Söldner der Messingkling will einen Mann gesehen haben, auf den eure Beschreibung zutrifft. Leider starb er keine 2 Tage später. Wurde von einer Horde Quickhirn übel zugerichtet. Man weiß nie, wann das Schicksal zuschlägt. Aber ihr braucht nicht zu verzagen. In Hohenbrück wimmelt es von Händlern. Vielleicht gibt es ja noch weitere Augenzeugen. Es liegt lediglich einen halben Tagesmarsch von hier. Versucht doch mal euer Glück. Ein Bekannter von mir, ein Händler namens Hihibaru, ist für gewöhnlich ausgezeichnet informiert. Wenn es Unruhestifter in und um Hohenbrück gibt, weiß er sicherlich Bescheid. Im Übrigen, ich hätte nie gedacht, dass dieses Spiel als Let's Play so viel Spaß machen kann, weil ich hatte eigentlich gedacht, so oh, Online-Spiel als Let's Play, nicht so wirklich machbar oder so. So, jetzt müssen wir tatsächlich zum östlichen Tanaran. Haben wir da einen Teleporter? Östliches Tanaran, haben wir da was? Haben wir da was? Ja, da haben wir was. Ich glaube, da waren wir sogar schon. Bin mir aber nicht sicher. Und ja, ihr seht es ganz recht, die Uhrzeit da oben ist eine andere. Haha, ich habe mal geschlafen. Es ist Sonntag, ich darf das. So. Dann wollen wir mal reisen. Ich werde, denke ich mal, oh, da sind noch 2 Quests. Ich werde, denke ich mal, nächstes Mal auf jeden Fall. Oh.
Da ist ein Gebiet, wo wir noch nicht waren. Auch gut. Ich werde auf jeden Fall demnächst ich glaube im nächsten Part die Pikenier-Quests machen. Und ich werde im Laufe der Pikenier-Quests bestimmt Level 30. Ah, willkommen in Hohenbrück. Womit kann ich dienen? Bist du auf Urlaub hier, werte Abenteurerin? Dann könnte ich dir ein Zimmer in den Herberge meines Cousins. Was sagst du? Du bist auf der Suche nach einem maskierten Mann? In einer schwarzen Robe? Ja, der hat neulich einen Rundflug über den Finsterwald gemacht. Gebucht. Obwohl ich ihm gleich gesagt habe, dass da außer Baumwipfel nichts zu sehen gibt. Trotzdem kam dieser dreiste Kerl danach zu uns und faselte etwas von nicht eingehaltenen Leistungsversprechen und vermindertem Urlaubsvergnügen. Den habe ich natürlich in hohen Bogen vor die Tür setzen lassen. Obwohl er trug gar keine schwarze Robe, die war eher dunkelviolett. Entschuldige, sollte ich etwas über deinen Mann in Erfahrung bringen, erfährst du es sofort. Und jetzt willst du nicht nur doch vielleicht ein Zimmer in der Herberge, nicht? Na gut. Erstmal Quests. Hier gibt es Quests und die will ich annehmen. Hier gibt es noch eine Quest. Und die Quests führen uns alle natürlich ins neue Gebiet. Wo bestimmt noch wieder neue Monster auf uns warten. Neue Gefahren, neue Abenteuer. Wir lieben Abenteuer. Ich hoffe, ihr auch. Okay, dann wollen wir mal. Was? Der gibt mir nur Routine? Okay. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Diese uneinsichtlichen Amaljar vertreiben uns mit ihrem Geschwafel vom Herrn des Infernos und ihrem gruseligen Zähnefletschen die ganzen Pilgerreisenden. Dabei könnten wir so tolle Erlebnistouren anbieten, wenn sich diese Wilden nur etwas kooperativer zeigten und zum Beispiel Kriegstänze für die Touristen in ihrem Feldlager aufführten. Doch aus der Traum von den vielen Gil. Meine Bilanzen schreibe ich schon seit Wochen hin, nur in roter Tinte. Als ich damals hörte, der Orden Naldtals würde die Erforschung der hiesigen Ruinen finanziell unterstützen, hatte ich auf Pilgerströme ohne Unterlass gehofft. Der Schritt zum eoserischen Kulturerbe schien mir nur eine Frage der Zeit zu sein. Schon bald hatte sich die Schlange interessiert. Schaulustiger von hier bis zum Kohlenstaubbahnhof gezogen. Aber naja, wie sagt man so schön, auf den falschen Schokobo gesetzt, was? Du aber siehst aus, als könntest du wirklich mal etwas Entspannung von den zahlreichen fatalen Ereignissen gebrauchen. Ah. Gredanias Druiden größter Beliebtheit erfreut. Du sagtest bereits, dass du wegen des maskierten Mannes. Na gut, dann eben nicht. Aber ich kann dir in dieser Sache leider nicht weiterhelfen. Hör dich am besten mal bei den anderen Händlern um. Die bekommen am ehesten mit, wer in Hohenbrück so ein- und ausgeht. Das werde ich tun. Gleich mal ihn hier als erstes, der am Lagerfeuer sitzt. Ein verdächtiger Kerl in einer schwarzen Kutte. Ja, darüber reden die Leute hier viel in letzter Zeit, auch in anderen Orten Tanalans. Aber so richtig weiß keiner was über den, fürchte ich. Dafür, dass er so auffällig gekleidet ist, schafft er es anscheinend ausgezeichnet unauffällig zu bleiben. Ist schon ein echtes Kunststück, wenn du mich fragst. Ich würde mal sagen, er bleibt natürlich Siedlung fern. Und hat irgendwo ein Versteck. Thank you.
Okay, ich muss rüber. Ich dachte, das wäre noch hier an der Seite, aber nee, das ist hier oben wahrscheinlich. Hier an der Seite, okay. Ein Mann mit einer roten Maske suchst du? Klar, den kenne ich. Die Nichte der Schwägerin meiner Schwester, also eigentlich meine Nichte. Warte mal, die Nichte der Schwägerin meiner Schwester. Was ein Idiot. Also eigentlich meine Nichte hat neulich einen äußerst verdächtigen Mann gesehen, der die Kapuze seiner schwarzen Robe tief ins Gesicht gezogen hatte. Der soll nur versuchen, hier krumme Dinger zu drehen. Dann kriegt er es mit mir zu tun. Ah ja. Oh, der Ort gefällt mir. Aber generell, die Umgebung hier in dem Spiel ist einfach genial. Einen zwielichtigen Typen mit schwarzer Robe, roter Maske und einer übergroßen Kapuze suchst du? Klingt nach einer ziemlichen Attraktion. Wenn du den gefunden hast, musst du ihn mir unbedingt vorstellen. Vielleicht kann ich ihn als Maskottchen für meinen Laden anstellen. Wegen der andauernden Quickchen-Überfälle herrscht in letzter Zeit nämlich Kundenflaute. Da käme mir so ein Publikumsmagnet gerade recht. Den willst du nicht als Magnet haben. Oh. Das andere sind keine Quests-Dingens da. Also die gehören nicht zu meiner Quest. Zu meiner Hauptquest. Die gehören schon zu einer Quest, aber nicht zu der, die wir gerade hatten. So, hab mit allen gesprochen. Verstehe, die anderen Händler wussten also auch nichts Brauchbares zu berichten. Hm? Du musst es ihnen nachsehen. Wir haben hier momentan wirklich genug mit anderen Dingen zu tun. Die ständigen Überfälle der Quickier haben sich nachteilig auf die Geschäfte ausgewirkt. Und jetzt machen auch noch Gerüchte die Runde, die Rattenwesen würden die Bewohner dieser Region entführen. Da fällt ein Mann mit schwarzer Robe nicht weiter ins Gewicht. Doch sollte ich ihn irgendwo sehen, erfährst du es selbstredend als Erste. Und der besagte Ausflug, du, ja, ist ja schon gut. Nein, ich will keinen Ausflug buchen. Haben wir noch eine Quest? Ich glaube eher nicht, denn, Gibt's da einen Kristall irgendwo in der Nähe? Nein, nein, nein. Nix mit Kristall. Da ist der nächste Kristall. Okay, bevor wir nämlich hier weitermachen, gehe ich nämlich wieder zur Pikeniergilde. Dann machen wir dort noch ein paar Pikenier-Questchen. Denn Level 29 haben wir bald erreicht. Und Level 30... wird, denke ich mal, nicht so schwer sein. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, euer Zvenita.